Ihr Lieben, es ist mal schön, mal hier wieder zu stehen. Und ich möchte mit einer kleinen Geschichte beginnen. Ist schon lange her, lange bevor wir diese Gemeinde gegründet haben, lange als Iris und ich noch richtig jung waren, da haben wir einen lebendigen Hauskreis gehabt. Den haben wir schon seit ewigen Zeiten gehabt. Und dieser Hauskreis war ein ziemlich großer Hauskreis. Ich glaube, es waren über 30 Leute. Fred und Bea waren auch damals Teil dieses Hauskreises. Und der Manni da hinten. Ja, und wie gesagt, wir haben dann auch ein sehr, sehr gutes Zusammenleben auch gehabt. Also das heißt, wir haben nicht nur Mittwochs oder wann das war, Hauskreis gemacht, sondern auch sehr, sehr viel einfach freundschaftliche Aktivitäten unternommen. Und es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Und dann haben wir mal uns entschlossen, in Skiurlaub zusammenzufahren. Und da ist eine ganze große Gruppe von unserem Hauskreis in den Skiurlaub gefahren nach Ischgl, also ins Nobel-Skigebiet. Das war uns allerdings zu teuer und da gibt es Kappel, das ist so 10 Minuten entfernt und da war die Unterkunft günstig und dann waren wir da sehr gut untergebracht und günstig und sind dann Skifahren gegangen. Und wir hatten in dem ganzen Skiurlaub traumhaftes Wetter. Was aber war, es ging irgendwie los, die Iris und ich, wir waren jung verheiratet, wir waren irgendwie mit dabei, wir waren da eigentlich weniger beteiligt, aber es ging dann richtig los, Streit unter Geschwistern, aber richtig heftig. Und einer hat sich dann da ganz besonders hervorgetan, einer von unserem Hauskreis, und der hat dann gedroht, er fährt nach Hause und lässt alle, also er hatte welche, die mit ihm gefahren sind, also dass er die da im Stich lässt und er fährt jetzt nach Hause und solche Geschichten waren halt da. Und dieser Mann, der einfach da so sich so besonders hervorgetan hat, der war familiär, so kam das dann auch später heraus, ein sehr verletzter Mann. Ja, sein Vater war Christ, war sogar Ältester in einer Gemeinde, nicht in unserer, aber in einer anderen Gemeinde, Ältester, aber ein Tyrann zu Hause. Und das hat der Sohn voll und ganz abgekriegt. Und was eben dann passiert, verletzte Menschen verletzen andere. Stimmt's? Verletzte Menschen verletzen andere. Und mein Thema ist heute inneren Frieden finden. Und wir haben das damals erlebt. Du kannst die schönste Umgegend haben, die Berge, es war so wunderschön, das Wetter war super. Du kannst es absolut, alles kann von den Umständen her absolut super sein, aber all das reicht nicht aus, wenn wir keinen inneren Frieden haben. Und wenn wir keinen inneren Frieden haben in uns selbst, dann wirkt sich das aus, dann schwappt das über, dann kommt es irgendwann mal raus, das, was innen drin ist. Und das ist dann nicht schön. Und dann kann es eine ganze Gruppe erfassen. Und dann hat eine ganze Gruppe keinen Frieden mehr, sondern nur noch Streit. Und dieser Mangel an innerem Frieden, der ist nicht durch äußere Umstände, nicht durch die besten Freunde, wir haben es damals erlebt, nicht durch die besten Freunde, auch nicht durch Erfolg zu heilen. Denkt an Superstars, ja, die alles hatten in ihrem Leben und viele von denen, nicht viele, aber doch etliche von denen haben sich umgebracht, haben Selbstmord begangen, Marilyn Monroe, ja, Kurt Cobain von Nirvana, ein junger Mann, und andere haben sich mit Drogen zugehauen und mit Medikamenten und haben sich dann sind dadurch frühzeitig zu Tode gekommen. Prince und andere, Whitney Houston in der Badewanne, ja, voll mit Drogen in der Badewanne auf fürchterliche Art und Weise im heißen Wasser ertrunken. Ja, also das ist ein ganz wichtiges Thema heute, inneren Frieden. Ja? In einem großen Seminar haben mal Seminarteilnehmer das folgendermaßen
definiert, was sie mit inneren Frieden auch verbinden. Sie haben dann gesagt, Ausgeglichenheit, Zufriedenheit, Harmonie, Ruhe. Ich denke, Sicherheit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema in unserer heutigen Zeit. Bequemlichkeit auch, gehört auch dazu. Ja, und was ist heute? Heute ist Sicherheit ein großes Thema. Gestern musste ich mal zum Hauptbahnhof fahren, in den Hauptbahnhof gehen und was klären, weil ich mit der Bahn nach Frankfurt fahren muss und dann erst von dort ab losfliegen kann. Und dann bin ich durch den Bahnhof gegangen und da habe ich gesehen, irgendwo, das ist ein gefährlicher Ort geworden. Ja? Und da habe ich es mal so live erlebt und ich habe gedacht, ich bin in einem islamischen Staat. Ja, es ist wirklich so. Also was da für Menschen einfach da auch vorzufinden sind. Und anscheinend zu bestimmten Zeiten wird es richtig gefährlich in unserem Hauptbahnhof hier in Nürnberg. Ja, deswegen ist Sicherheit, viele Bürger haben dieses Bedürfnis. Ja? Das ist also eines der auch in der Politik eines der maßgeblichen Themen geworden. Dass nicht ein Verrückter da loskommt und einfach auf Leute einsticht, wie wir es jetzt immer wieder haben. Und wisst ihr was? Auch da möchte ich euch was Geistliches sagen. Im Wort Gottes heißt es, dass er das Ganze durch sein Wort hält. Und das ist wahr. Gott hält zurück. Gott behütet uns und bewahrt uns. Er ist ein lebendiger Gott. Und der zulässt, und es ist eine Zeit der Offenbarung, wo Dinge losgelassen werden. Weil, Geschwister, stellt euch das vor, wenn alle Verrückten losgelassen werden würden, die so psychisch irgendwo drauf sind, oder all diese Extremisten, dann hätten wir das absolute Chaos, dann hätten wir Weltuntergang. Und da ist immer noch Schutz Gottes. Aber Dinge müssen losgelassen werden. Warum? Weil auch das Böse offenbar werden muss, weil es darf kein Samenkorn von dem Bösen, und Gott wird radikal damit umgehen, es darf nichts von dem Bösen in das Neue mit hineinkommen, was Gott kreiert. Alles, wir leben in der Zeit der Offenbarung und da wird eben alles offenbar. Das Positive wie das Negative. Und das Positive ist aber dann, was gewinnt. Weil am Schluss, und deswegen müssen wir Christen auch keine Angst haben, am Schluss wird die Herrlichkeit und die Allmacht Gottes offenbar. Amen. Am Schluss wird das einfach sichtbar und offenbar. Zeit der Offenbarung. Aber noch mal zu diesem, was uns einfach auch den inneren Frieden rauben kann. Das sind äußere Einflüsse, aber auch diese Überflutung. Ja, und ich sehe so viele Kleinkinder, die einfach schon dauernd die Handys haben. Ja? Ich meine, wir Erwachsene, ich muss mich auch immer wieder mal auch disziplinieren. Also nicht das Handy dauernd dazu haben, es ist so viel Information. Ja, ich habe vorhin das Handy rausgenommen, ja, weil mir per Handy dann die Lobpreisliste dann zugeschickt worden ist. Ne? Und dann weiß ich genau, wann ist Schluss und was singen sie wann. Ja, aber trotzdem, wir müssen aufpassen. Ja, vor allen Dingen auch, dass die Kinder und Kleinkinder damit erzogen werden und dann muss man sich mal vorstellen, wenn du jetzt mal so einen alten Film dir anschauen würdest, Sisi zum Beispiel, oder wie heißen die Mädels von Immenhof oder so, ja, und wenn du das wäre für uns tödlich langweilig heute. Warum? Ja?
Ja, für manche nicht, aber für die meisten wäre es langweilig. Weil wir auch in den Filmen zeigt sich das, weil da Action sein muss. Eine Action nach der anderen. Und da haben wir uns dran gewöhnt. Und dann auch früher so richtige, auch Krimi-Klassiker und sowas, die sind langweilig heute für uns, weil da zu wenig Action da vorkommt. Aber wisst ihr was? Diese Leute hatten damals noch viel, viel mehr inneren Frieden. Dann ist dann dieser wachsende Anforderungsdruck. Ich war in meinem ersten Leben war ich Bankkaufmann, war in der Großbank und habe dann um Theologie zu studieren dort aufgehört, aber dann in den Ferien gearbeitet dort und dann kam ich zurück und mein Platz wurde nicht ersetzt und da war eine andere Kollegin in meiner Abteilung, deren Platz auch nicht ersetzt wird. Das heißt, alle Arbeit ist auf die Verbliebenen noch oben drauf gekommen und wir haben nicht wenig gearbeitet. Und das heißt, es ist einfach, das ist ja gang und gäbe in den Firmen, dass der Anforderungsdruck wächst und nochmals wächst. Und die Aufgabe, eine der Hauptaufgaben des Geschäftsführers ist, den Mitarbeitern zu vermitteln, es ist immer noch zu wenig, du musst mehr geben, du musst Gas geben. Dein Leben gehört der Firma. Nein, gehört es nicht, gehört Jesus. Ja. Also da haben wir auch heute zu tun, ja, und Konferenzen. Wir haben ja Konferenzen veranstaltet. Ich weiß, heute ist ein ganz anderer Maßstab, eine Konferenz zu machen. Alles ist teurer geworden. Es wird ein Standard von Technik erwartet. Und wenn Lobpreis da ist, dann muss immer die volle Band da sein. Da muss alles stimmen. Man muss sich und heute hat man ja in manchen Gemeinden diese riesen Screens. Wo ich dann gesagt habe, na, ist das jetzt das neue Mittel also für Ersatz für Salbung? Müssen wir aufpassen, dass wir nicht da abgelenkt werden. Es ist sehr beeindruckend, wenn man dann die Meeresrauschen und alles dann vorne sieht und während das Lobpreisteam singt und so. Wir müssen doch auch die Fähigkeit haben, wieder, weil all das lenkt ab. Und wir müssen doch die Fähigkeit auch bekommen, mal wieder einfach nur mit der Gitarre vor Gott stehen oder ohne Gitarre und zu singen und Gott zu loben und zu preisen. Ja, es ist so. Ja? Natürlich ist es gut, natürlich ist es angenehm, natürlich ist es schön, aber wir müssen aufpassen, weil wir leben auch in einer Zeit, wo wir beständig bespaßt werden, beständig abgelenkt werden und wir sind keine Bespaßungsgemeinde. Weil wir sind kein Vergnügungstampfer, die Emanuel-Gemeinde, sondern wir sind ein Rettungsboot. Und an den Familien, auch da. Ja, weil der innere Frieden fehlt. Weil Familien ja nicht nur Familiengeschichten haben und manche Familiengeschichten sind Verletzungsgeschichten. Und wenn sich sowas fortsetzt von Generation zu Generation, ich bin ja auf dem Land groß geworden und da fährt man Traktor und wenn man mit dem Traktor immer wieder den gleichen Feldweg reinfährt, werden die Spurrillen immer tiefer und dann ist es immer schwerer rauszukommen aus dem, wenn man rauslenkt. Und so ist es dann, wenn einfach Verletzungen auf Verletzungen auf Verletzungen kommen. Die Spurrillen werden in unseren Seelen immer tiefer. Und manche sind in regelrechten, und da beten wir nachher nach meiner Predigt auch dafür, manche sind in regelrechten Streitfamilien aufgewachsen, wo beständig gestritten wird. Aber keiner kann beständig streiten und so schließt man mal so mal mit dem einen oder anderen dann wieder Frieden, weil das keiner aushält, mit allen Streit zu haben. Ja? Aber beständig geht es da immer weiter und weiter und weiter. Überleg mal. Scheidungskinder, ich selbst bin ein Scheidungskind. Einfach da ist ein Mangel an Geborgenheit und das wirkt sich aus. Scheidungskinder haben ein Defizit an innerem Frieden. Weil da was fehlt, diese Urgeborgenheit. Es ist so wichtig, dass Eltern zusammenhalten.
Es ist so wichtig, dass Mann und Frau zusammenhalten. Es ist so wichtig auch, dass Generationen zusammenhalten. Und deswegen ja, gibt es mannigfaltige Auswirkungen, alle möglichen Stresssymptome, Schlafstörungen, psychosomatische Störungen, die erwachsen sind. Depression ist Volkskrankheit. Und vieles hat seinen Grund in dem Mangel an innerem Frieden. Und Gott hat ja einen ganz anderen Plan gehabt. Stimmt's? Als Gott Adam, den Menschen, erschaffen hat, und Adam steht übrigens einfach für alle Menschen, weil dann kommen immer diese dummen Fragen, ja, wen hat denn der Kain dann geheiratet, ja? Ja, wenn die nur Kain und Abel hatten und sowas, ne? Wen hat der Kain geheiratet? Adam steht für Menschen und Gott hat natürlich mehrere Menschen geschaffen, aber er war das Haupt der Menschen und der erste Mensch an sich, ja, der erste Mensch, der geschaffen worden ist. Über das andere berichtet er einfach die Bibel nicht, auch mal um diese Frage zu klären. Ja? Aber wie hat er das gemacht? Er hat den am sechsten Tag erschaffen. Und was war am siebten Tag? Schabbat. Da war Ruhe. Und das ist nach Gottes Schöpfungsplan. Vorhin hatte Daniel aus Israel gesprochen, denn ist es so wichtig, warum, ich habe mich auch immer gefragt, warum ist es den Juden denn so wichtig, dieser Schabbat? Und warum ist es Gott so wichtig? Ja, steht ja jede Menge da drin im Alten Testament. Weil es essentiell ist. Weil Gott den Menschen geschaffen hat, und er hat geruht und er wollte, dass der Mensch erstmal aus der Ruhe heraus sich entwickeln kann. Weil erst aus Ruhe und Frieden kann was Gutes entstehen. Und nicht aus Stress und in was hineingeschmissen. Gott hat uns nicht in diese Welt hineingeschmissen. Und deswegen ist auch da, auch es gibt stressige Geburten, aber auch dann ist erstmal Freude und dann ist erstmal, wenn es passiert ist, dann erstmal Frieden. Und das ist Gott gegeben und das will Gott auch so. Der Mensch sollte und soll in der Atmosphäre von Ruhe und Frieden wachsen und gedeihen. Und dann kam Jesus und dann hat er Jesus gesandt und dann hat er nochmal neu angesetzt. Und Jesus hat es uns doch vorgelebt. Er hatte diesen inneren Frieden. Es war der innere Frieden, dass er da pennen konnte während diesem Sturm auf dem See Genezareth. Wo die Jünger völlig am Drehen waren. Und dann Angst gehabt haben. Er hatte diesen inneren Frieden, er hat es uns vorgelebt. Und den hat er sich bewahrt bis zu dem, weil er musste auch alles durchgehen, bis zu dieser Gethsemane-Situation, wo er auch er kämpfen musste um den inneren Frieden. Aber sich entschieden hat, in Einheit mit Gott zu bleiben. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Weil wenn mein Wille geschieht gegen Gottes Willen, geht der Frieden weg. Weil Gott, der Frieden hat mit der Person Gottes zu tun. Und wo Gott ist, ist Frieden. Und wo er nicht ist, ist kein Frieden. So einfach ist das. Und Jesus hat es uns ja dann gesagt. Ja, er, der mit Gott in Einklang war, er hat uns das gesagt in diesem bekannten Wort. Und das lasst uns mal einfach auch aufschlagen. Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das hängt mit der Welt zusammen, mit der gefallenen Schöpfung, dass da Mühsal ist und beladen sein. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Demut, deswegen sagt es Jesus, ich bin von Herzen demütig. Demut ist ein Schlüssel für inneren Frieden.
Weil wenn du demütig bist, wirklich echt demütig, ja, nicht so fromm religiös demütig, da gibt es ja Demütige, die sind stolz drauf, dass sie so demütig sind. Das ist damit nicht gemeint, sondern von Herzen demütig. Das heißt, man begnügt sich. Man kann den anderen höher achten als sich selbst. Man muss sich nicht dauernd vordrängen, sondern man kann dem anderen Vortritt geben. Und das ist das, was Jesus gemacht hat. Und das ist das, wo wir von Jesus lernen. Und so heißt es, so auf diese Art und Weise werdet ihr Ruhe finden, und das ist ein anderer Begriff nur für Frieden, werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ja? Und was ist der Grund, nochmal der tiefste Grund für Unfrieden? Sünde. Sünde, der Tod ist der Sünde Sold, aber da ist immer, wie ich es vorhin schon gesagt habe, diese Trennung von Gott, der ja unser Friede ist. Und auch die Welt kennt ja dieses Problem des Unfriedens. Und dann versucht man das mit weltlichen Mitteln auch zu lösen. Und die haben ja nicht die Erkenntnis, hoffentlich noch nicht die Erkenntnis, dass da ein Schöpfer ist, der seine Schöpfung liebt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, um uns zu erretten und uns auch diesen Frieden zu geben. Und was macht die dann? Ich habe da mal nachgeguckt, habe mal einfach innere Frieden gegoogelt und dann auch nach Bildern geguckt, innerer Frieden. Ja, was können wir als Banner nehmen und sowas für inneren Frieden? Und dann ist nur buddhistisches Zeug. Nur buddhistisches Zeug, ja. Frieden. Und dann ne, Leute, die meditieren und so. Ja, und das macht sie. Welche Mittel bietet die Welt an? Einfach ganze Religionen. Ja, wenn du in ein Hotel kommst, ne, normalerweise Wellness, dann kommst du schon in den Bereich des Buddhismus. Ist immer ein großer Buddha da. Meditieren, Sport, Freundschaften, Nachsicht mit sich selbst, positiv denken. Und manche gehen auf Seminar. Zum Seminaren und Seminaren und Seminaren und dann müssen sie ganz verkrampft immer positiv denken. Und das Negative verkrampft, das Negative auslöschen. Weil es alles ist einfach ein Kämpfen und ein Trachten mit eigenen Mitteln, mit der eigenen Kraft. Und so geht es einfach nicht. Als junger Mann habe ich mal Kampfsport betrieben, Taekwondo. Und das ist ja auch eine Unterabteilung des Zen-Buddhismus, ja, kommt aus dem Zen-Buddhismus heraus. Und ich habe da gemerkt, wird auch eine Form von Frieden angeboten, die mit einer gewissen Überlegenheit, dass man einfach Kampftechniken auch dann besitzt, irgendwo einhergeht. Aber es ist kein echter Friede. Es ist nicht der wirkliche Friede, der damit gemeint ist, mit dem, worüber wir hier heute sprechen. Es ist eine falsche Gelassenheit, ein falscher Friede. Und viele bleiben da stehen. Punkt Nummer 1. Nikodemus kam nachts zu Jesus. Und wenn ihr das besonders eindrücklich erleben wollt oder mal nachgucken wollt, müsst ihr euch da diese Serie angucken, ne? Filmserie Chosen. Ja, die haben das sehr, sehr gut dargestellt. Ja? Und was sagt dann Jesus? Jesus dem Nikodemus, der so klug war, der so gebildet war. Was sagt Jesus? Ich sag's mal mit meinen eigenen Worten. Junge, all das reicht nicht aus. All eure Gesetzeserfüllungen als Pharisäer reichen nicht aus. Was du brauchst, ist ein absoluter Neustart. Und das muss eigentlich jedem Menschen gesagt werden.
du brauchst nicht nur ein Pflästerlein, sondern du brauchst einen absoluten Neustart. Und dieser Neustart ist nur dann gegeben, wenn du Jesus als deinen Herrn anerkennst. Nur dann hast du die Chance. Du musst, so sagt Jesus da in Johannes 3, du musst von Neuem geboren werden. Und dann bekommst du einen Herrn, der nicht einfach wieder so eine Herrschaft ausübt über dich, wie wir es von der Welt her kennen. Es ist kein weltlicher Herr, sondern es ist der gute Hirte, der dich zum frischen Wasser und zu guter geistlicher Nahrung führt. Der dir Gutes tun will, der weiß, was gut ist für dich, besser als du selbst. Und dann bekommst du mit diesem Neustart einen Fixpunkt. Da entsteht etwas Festes in deinem Leben, was unverrückbar ist, das die Welt nicht hat. Wir alle haben verschiedenste Hintergründe. Und ich sage immer auch zu den Leuten, ja, in deiner Familie gibt es beides. Es gibt eine Segenslinie und dafür solltest du dankbar sein. In jeder Familie gibt es eine Segensfamilie, auch in der kaputtesten Familie. Aber es gibt auch eine Fluchlinie und es gibt auch den problematischen Teil. Und wir sind eben nicht in ideale Situationen hineingeboren. Und dann kämpfen wir. Aber mit dieser Neugeburt bekommst du einen neuen Vater. Ein Vater, der nicht ist wie weltliche Väter, die keine Zeit haben. Ich habe auch oftmals keine Zeit gehabt. Ein Vater, der interessiert ist an dir. Ein Vater, der interessiert ist an dem, was du magst. Wirklich interessiert. Ein Vater, zu dem du jederzeit kommen kannst, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Der himmlische Vater. Und da hast du einen anderen Start. Und innerer Friede hat mit unserer Identität zu tun. Wenn das da nicht stimmt, wirst du nie inneren Frieden bekommen. Inneren Frieden hat mit Sohnschaft zu tun. Inneren Frieden hat mit dem Geist zu tun, der in uns dann Wohnung macht und der uns Zeugnis gibt und der ruft in uns, aber lieber Vater. Und der dann Antwort gibt, wenn ich frage, wie steht's mit uns, Gott? Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Ich mag dich. Natürlich weiß ich, du bist meine geliebte Tochter, können wir genauso sagen. Die habe ich wohlgefallen. Natürlich weiß ich, dass einiges nicht stimmt mit dir. Aber ich liebe dich und ich gehe mit dir den ganzen Weg. Ich werde dich nicht verlassen und ich werde dich ans Ziel bringen. Und das ist deine Identität. Und das ist der Weg, der aus dieser Identität dann in das Neue geht. Und wir können diesem guten Gott, dem himmlischen Vater, vertrauen. Er wird uns da durchbringen, durch alles. Und in dieser Welt gibt es Schweres. Und diese Welt ist ungerecht. Und diese Welt ist immer noch eine gefallene Welt. Und in dieser Welt gibt es gute Menschen, denen Unrecht passiert. Aber da ist ein Gott, der sagt, und Jesus, der sagt, ich werde dich durch alles hindurchbringen, bis du da ankommst, wo du sein sollst mal. Der Ort, an dem kein Schmerz, kein Leid, kein Geschrei mehr ist. Und bis dahin will ich dir aber inneren Frieden geben, in all dem Quatsch, sagen wir Franken. In all dem Chaos, was manchmal entsteht. Innerer Friede, der von Gott kommt, macht uns unabhängig von Umständen. Punkt Nummer 2, das ist die Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte. Was herrscht in deinem Leben? Was herrscht in deinem Herzen? Jesus? Herrscht er wirklich in deinem Herzen?
weil es gibt in deinem Herzen nur einen Thron. Nicht mehrere Throne. Es gibt nur einen Thron. Und ich sage euch eins, da ist so vieles, was da gern herrscht in unserem Herzen. Da ist ein richtiges Gedränge. Ne? Und weil das Herz ist dein Zentrum, das Zentrum deiner Persönlichkeit. Dein Herz ist der Ort deiner Entscheidung. Und deswegen ist es das Herz so umkämpft. Und auch als Christ kannst du nämlich deinen Frieden verlieren, weil sich einfach da was anderes breit gemacht hat in deinem Herzen. Nochmal. Was herrscht momentan in deinem Herzen? Wer hat die Vorherrschaft? Was hat die Vorherrschaft? Ist es ein Problem, was momentan so dich... Es gibt ja Probleme, mit denen stehst du auf in der Früh und mit denen gehst du schlafen. Und dann bekommt das einen Platz in deinem Leben, den es nicht haben darf. Den nur Jesus haben soll. Kolosser 3, Vers 15. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, wir sind dazu berufen, diesen Frieden zu haben, regiere, herrsche in euren Herzen und seid dankbar. Punkt 3, Psalm 34, Vers 15. Da schreibt der Paulus, lass ab vom Bösen und tu Gutes. Ganz praktisch. Suche Frieden und jage ihm nach. Und jage ihm nach. Sprüche 4, 23. Behüte dein Herz mit allem Fleiß. Das ist die Luther-Übersetzung. Denn daraus quillt das Leben. Wer hat sich um das Problem zu kümmern, was in deinem Herzen herrscht? Du? Wer soll über das Herz wachen? Du? Natürlich herrscht da ein Gott über uns und sind wir unter Schutz, aber du bist gefragt. Du bist dafür zuständig, Seelenhygiene zu betreiben. Deine Seele soll kein Bahnhof sein, in dem alles irgendwo rein und raus kann und sich festsetzen kann. Herz ist das Zentrum und das wirkt sich wieder auf, was in deinem Herzen ist. Darum drehen sich die Gedanken. Und dann gibt es das Gedankenchaos, weil es im Herzen nicht stimmt. Deswegen ist wichtig, dass wir Seelenhygiene betreiben, Herzenshygiene betreiben. Und deswegen schmeiß raus alles das, was dir den Frieden raubt in deinem Herzen. Und da geht es erstmal um dich selbst, um deinen Charakter. Wisst ihr, was der David gebetet hat? Im Psalm 139, ein wunderschöner Psalm. Ne, 139, wie wunderbar hast du mich gemacht, du kanntest meine Urform, das ist dieser Psalm. Aber am Schluss sagt er, erforsche mein Herz, erforsche mein Inneres und schau, ob ein Weg der Mühsal in mir ist. Was ist der Weg der Mühsal? Etwas, wo du dir schwer machst mit durch deine Eigenschaften, deinen Charakter und es auch anderen schwer machst. Also, der Heilige Geist, den uns Gott gegeben hat, er hilft dir dabei, diese Dinge zu erkennen und dann musst du aber agieren.
Und es geht bei uns als Christen gar nicht, dass man sagt, ich bin ebenso. Mich gibt es halt nur in dem Paket. Ihr müsst halt mit mir zurechtkommen. Sondern wir haben uns auf eine Journey begeben, auf der uns Gott verändern will. Der Daniel hat vorhin gesagt hier vorne, dass wir verändert werden. Wenn wir auf ihn schauen, werden wir verändert in sein Bild. Und das brauchen du und ich. Und das soll geschehen. Also geh erstmal mit dir selber um, mit Eigenschaften. Kommt eine Frau zum Pastor und sagt, ich brauche Gebet, ich will aufhören mit dem Rauchen. Sagt der Pastor, hör auf. Verstehst du, wir machen oftmals so viel religiöses Brimborium, ja, und da muss gebetet und alles Mögliche. Hör auf! Pack's an! Geh damit um! Schmeiß raus, was dir den Frieden raubt. Und dazu gehören auch toxische Beziehungen. Da hat mal der Manuel, glaube ich, eine ganze Predigt drüber gehalten. Toxische Beziehungen, Beziehungen, die uns kaputt machen. Und es ist gut, Dinge zu ertragen, aber deswegen hat uns Gott, das ist eine lebendige Geschichte, da hat uns Gott den Geist, seinen Geist gegeben. Und wenn der Geist Gottes Warnsignale gibt, dann hör auf diese Warnsignale. Und dann hör auf damit. Und von manchen Dingen muss man sich verabschieden. Du musst nicht dauernd irgendwo mit eine Freundschaft halten, wo wenn ihr zusammenkommt, wo die Freundin oder der Freund wieder alles über dich drüber schüttet und du gehst raus wie ein begossener Pudel oder begossene Pudelin. Schmeiß raus, was dir den Frieden raubt. Und dazu gehören auch Erlebnisse, die immer noch präsent sind, obwohl die schon längst Vergangenheit sind. Verletzungen der Vergangenheit, die immer noch gepflegt werden. Dazu sind wir nicht berufen, sondern wir sind dazu berufen, den Frieden Christi zu haben. Und diese Sachen rauben dir den Frieden. Was nützt es, verbittert zu sein über Dinge, die dir in der Vergangenheit passiert sind? Du kannst die Vergangenheit nicht verändern. Die kann überhaupt nicht mehr verändert werden, die ist vergangen. Und es ist schlecht, wenn du die immer präsent hältst. Und deswegen sagt die Bibel ganz klar, Cut, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Geh endlich um damit. Und geh radikal um damit und leg's nicht wieder ans Kreuz und dann nimmst du das Problem wieder auf. Und vor und zurück. Sondern mach das endgültig. Mein vierter Punkt ist, innerer Frieden wird auch sehr durch Vergebung beeinflusst. Und wird durch Vergebung geschaffen. Einfach wenn uns schlimme Dinge passieren und wir zu vergeben haben und es gibt ja wirklich schlimme Sachen und dann sagen wir menschlich gesehen, das ist so schlimm, das kann ich jetzt nicht so einfach vergeben. Und es geht uns alten Christen auch so. Mir ist es letzten Sommer so wieder gegangen. Es ging so tief, einfach dieses, was mich da verletzt hat, dass ich dachte, das kann ich jetzt so schnell nicht vergeben. Aber wir vergeben nicht einfach um dieses Menschenwillen, der uns das angetan hat, sondern um Gottes Willen, der uns vergeben hat. Haben wir vorhin gesungen. Wir vergeben, wir können vergeben, weil er vergibt. Weil er vergebener Gott ist. Und das bedeutet, es loszulassen. Und auch das dann zumindest versuchen, das zu vergessen. Wenn Gott vergibt, vergibt er so, dass es, so sagt es, ist ein Bild, dass es in der Tiefe, unsere Sünden in der Tiefe des Meeres versenkt sind. Gehen deine Vergebungen auch so weit? Oder wird dann doch immer wieder was vorgeholt?
Auch ist das oftmals das so ein religiöses Spiel. Aber Christsein ist nun mal keine Religion und nichts Religiöses, sondern hat mit dem Leben zu tun. Vergib, damit der innere Frieden einkehren kann bei dir. Mein letzter Punkt. Als geistlicher Mensch kannst du von dir abrücken und zu deiner Seele sprechen. Der David hat es ja immer wieder gemacht. Ich habe öfters mal auch hier dieses bekannte Beispiel von Lobe den Herrn, meine Seele, als David da in dieser Höhle von Adullam war und seine Seele eine Selbstmitleidsparty gefeiert hat. Ja. Und er wirklich depressiv war, seine Seele, und ist er abgerückt von sich selbst als geistlicher Mensch. Und das können wir, aber das können nur von neuem geborene Menschen. Du kannst abrücken von dir, du kannst dich begucken. Was machst du denn da, Eckhard? Was machst du denn da, Miriam? Wie reagierst du denn da schon wieder? Na, was machst du denn, Kunigunde? Bist wieder die Prinzessin auf der Erbse? Bist schon wieder beleidigt, ne? Kannst du von dir abrücken und kannst zu dir sprechen? Und das hat er David gemacht. Lobe den Herrn, meine Seele. Seele ist ein störrisches Ding. Hört meistens nicht so auf den ersten Anruf. Ja? Und dann hat er gesagt, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und der Rest dieses Psalms ist eine ganze Predigt an seine eigene Seele. Zuallererst. Und dann auch an uns. Aber da gibt es noch ein anderes Wort, das mit dem Frieden zu tun hat, mit der Ruhe. Das steht im Psalm 42, Vers 3, Vers 12. Was betrübst du dich, meine Seele? Auch da, ne? Rückt dir jetzt wieder ab als geistliche Person? Die alles beurteilt übrigens, ne? Dass ihr das mal versteht. Der geistliche Christ beurteilt alles. Die geistliche Person beurteilt die eigene Seele. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott. Jetzt befiehlt er wieder seine Seele. Denn ich werde ihm noch danken, dass er ja meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Dass er raus. In der Elbefelder heißt es, was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir. Das heißt, du hast Autorität über dich selbst. Die hat dir Gott gegeben. Und du bist nicht allein, sondern da ist ein Gott und da ist der Geist Gottes, der dir dabei hilft, inneren Frieden zu finden. Könnt ihr dazu Amen sagen? Amen. Wer will inneren Frieden? Wer braucht inneren Frieden? Dann steh auf. Dann steh auf. Dann sag, hier bin ich, Hineni, hier bin ich. Ich brauch's, Gott. Ich brauch diesen Frieden. Und Vater im Himmel, du siehst, es sind viele, viele aufgestanden. Die sagen, ich brauche inneren Frieden. Und da ist immer was, was mir den Frieden raubt. Und immer wieder passiert's. Und Herr, jetzt will ich's packen. Und Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du jetzt wirkst durch deinen guten Heiligen Geist. Danke, unser Arm ist zu kurz, aber dein Arm nicht. Und der Finger Gottes geht überall an die wundesten Stellen unserer Seele. Herr, ich bitte dich, dass du heute Morgen auch Wunden schließt und heilst, die Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte offen geblieben sind. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und ich möchte noch eins tun. Einfach haltet mal die Augen geschlossen. Wie ich es gesagt habe vorhin. Ich möchte für die beten, die aus Streitfamilien kommen. Und dann heb mal kurz die Hand. Ja, aus Familien, wo Streit ist. Und Vater im Himmel, du siehst auch diese
kostbaren Geschwister, die aus so einem Hintergrund kommen. Und aus so einem Hintergrund kann nichts geschehen. Und kann, ja, es ist sehr, sehr schwer, einfach mit diesem Leben umzugehen. Und Vater im Himmel, ich bitte dich, dass da auch was befriedet wird heute an diesem Tag. Sei los von diesem Hintergrund. Sei los von diesem Familiengeist. Sei los von all dem. Von diesem Streitgeist in Jesu Namen. Und in Jesu Namen spreche ich dich frei. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz einfach auch um Vergebung bitten. Für das einfach, das, weil du bist ja Teil der Familie. Du gehörst dazu. Ne? Und dann vergibt Gott. Und dann gibt er was Neues. In Jesu Namen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne, eure Herzen, eure Sinne, in Jesu Namen. Seid los, seid frei, seid gesegnet, in Jesu Namen. Amen.